Nee, Zitrone. Das ist Zitrone, ja. Und warum hast du jetzt Zitrone genommen? Sag mal kurz. Zitrone habe ich genommen, weil da die Gewinnmarge am größten ist. Ein rationaler Kapitalist. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Ja, und wie ihr sehen könnt, heute in einer ganz anderen Location. Wir sind hier gerade in Berlin. Und zwar in einem Eiscafé, nennt sich Eiskimo, ja, und das hier links neben mir ist der Christopher und das ist der Peter, Geschäftsführer vom Eiskimo. Jonathan kennt ihr ja sowieso und wir machen heute mal ein kleines Interview, nicht um einzelne Eissorten hier, sondern es geht immer noch um das Thema Investments auf unserem Kanal und zwar Christopher, den kennt ihr schon aus unserer Community, haben wir mal einen Podcast damals zusammen aufgenommen, noch über Immobilien. Ja, über meine Wohnung. Genau, und jetzt geht es aber um deine Investition heute hier in dieses Eiscafé. Vielleicht kannst du uns aber vorher noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst. Ja, hallo Leute, Christopher Altwein mein Name, ich bin 29 Jahre alt und schon seit einer Weile begeisterter Privatanleger und seit gut anderthalb Jahren Mitglied von unserer Aktien mit Kopf Community. Und ich habe kürzlich meine erste direkte Unternehmensbeteiligung gemacht und in mein Lieblingseiscafé investiert. Ja. Das heißt, du kennst irgendwie Peter schon länger oder wie kam das Ganze dazu, also zu deiner ersten Eisdividende? Ja, das Witzige war, er war relativ schnell schon als Stammgast bekannt bei uns, weil wenn man mindestens 2-3 Mal am Tag kommt, sein Maximum war 5-mal am Tag, kennt man halt irgendwann mal seine Kunden. Und dann ist man halt ins Gespräch gekommen und so wie es halt ist, setzt man sich auch mal dazu und somit haben wir uns dann ganz gut kennengelernt. Ja. Okay. Wann war das ungefähr? Also ist es schon länger her oder jetzt vor 2 Monaten erst? Es war 2012, lass mich lügen. 2011 ging schon los, gut, da war es bei mir noch nicht so bekannt, aber 2012 auf jeden Fall, ja. Okay. Und wie kam es aber im Endeffekt dazu, dass du gesagt hast, ich will hier investieren? Hast du ihm das vorgeschlagen oder hast du das irgendwann angefragt? Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen was zu dem Prozess erzählen? Ja, also wie Peter schon sagte, das Ganze fing damit an, dass ich hier wirklich Stammgast war. Ich habe früher in Berlin gewohnt, jetzt wohne ich ja in Dresden. Ja. Und ich habe auch eine Partnerin und eine kleine Tochter und wir waren hier wirklich sehr regelmäßig zu Gast. Und meine Partnerin hatte dann irgendwann einfach mal so aus dem Blauen heraus gesagt, hey Peter, können wir nicht hier eine Teilhaberschaft bei dir erwerben? Weil das Eiscafé war damals noch ganz klein, war weniger als ein Drittel oder die Hälfte vielleicht von dem Platz, was es jetzt einnimmt. Aber das Eis war damals schon ganz hervorragend, der Service war toll und wir haben einfach gemerkt, hey, das ist ein Unternehmen, was sich richtig gut entwickelt und das Eis war einfach hervorragend. Also ich esse verdammt gerne Eis, wie ihr schon gemerkt habt. Und so ist es entstanden, die Idee, dass wir einfach mal gefragt haben, hey, Peter, wie sieht es mit Teilhaberschaft aus? Aber ja, erstmal wollte Peter dich. Ja, wenn es ein gutes Unternehmen ist, ne, dann gibt man ja nicht unbedingt gleich was ab, oder? Ja. Also das Witzige ist, ich habe ja mit meinem Geschäftspartner, mit dem Michael, haben wir hier das Eiscafé mehr oder weniger zum Leben erweckt. Und dann Wann habt ihr das gegründet? Also gegründet wurde das Eiskimo 2011. Okay. Ja. Und dann ist es 2012 stetig gewachsen. Ja. Und Christopher kam halt mal zu mir, hat gemeint, Peter, wie sieht's aus? Kann ich da nicht mitmachen bei euch? Ich möchte Teilhaber werden, was kann ich machen? Und dann hat durch mein Geschäftspartner und ich, wir haben mal gesagt, na, wir sind nicht bescheuert hier. Geben wir unser Baby, geben wir Preis. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, eigentlich warum nicht? Weil wir hatten natürlich, wenn man neu irgendwo anfängt, hat man mit einer Sparkasse, also bei uns ist die Sparkasse, zu tun, wo wir halt Geld von denen uns geliehen haben. Ja. Und irgendwann ist dann halt der Punkt angelangt, wo man sagt, die Sparkasse gibt dir Geld, aber nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt Leute haben, wie zum Beispiel Christopher, der sagt, wenn ich doch ein Teil von Eiswo bin, bin ich doch auch ein sehr guter Multiplikator. Und dann habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, meine Firma, meine Marke Eiskimo zu streuen, wenn andere Leute das mit unterstützen. Okay. In Form natürlich, wenn sie ein eigenes Interesse haben, weil sie auch mit daran verdienen, ist natürlich viel stärker. Und die Sparkasse, die sagt einfach nur, ich gebe dir Geld, du gibst mir Zinsen, alles klar, schön und gut, aber da passiert nicht großartig was. Ja. Und somit haben wir gesagt, weil wir nicht großartig Werbung machen, gesagt, so machen die Leute für uns Werbung und wir profitieren alle davon. Und somit haben wir dann gesagt, wir unterstützen oder wir holen uns das Geld nicht von der Sparkasse, sondern wir holen uns das von unseren Stammkunden, die Eiskimo leben, so wie Christopher halt, wenn er noch hier wäre, dann bis zu 5-mal am Tag kommt. Ja.
Und wie war das dann so? Weil am Anfang hat er ja gesagt, wolltest du noch nicht so ganz. Wie habt ihr ihn dann auch gebrieft, sage ich jetzt mal, also gefragt, wie er sich dann einbringt? Also wie konnte er euch dann davon überzeugen? Er hat uns genervt. Okay. Nein, er hat öfters darauf angesprochen, wie wäre es denn und er hat immer wieder Ideen gebracht, genau. Und haben wieder gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Also das ist so gewachsen, nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, so, ja. Okay, ich stehe eines Morgens auf und sage, jetzt machen wir nichts mehr mit der Bank, sondern wir machen was, indem wir einen Teil von unserem Baby, so nenne ich es immer, abgebe, sondern es ist mehr oder weniger so ein stetiger Prozess gewesen und es ist dann nach und nach gewachsen in unseren Köpfen und irgendwann haben wir uns mal zusammengesetzt, ja. Mein Geschäftspartner und ich haben gesagt, okay, lass uns das da einfach so machen. Okay, und was habt ihr dann, seitdem Christopher dabei ist, so verändert alles hier am Prozess? Was kann man dazu was sagen? Irgendwie habt ihr irgendwie, ich habe gesehen, ihr habt draußen sogar einen Eiswagen und liefert dem, macht vielleicht auch irgendwie Veranstaltungen oder so. Habt irgendwie vorne Kooperation, habe ich gesehen, mit Rockstar FM und so. Also ist das alles auch durch Christopher mit entstanden oder was habt ihr jetzt bereits zusammen erreicht? Also jetzt mit Christopher und den, unserem neuen Baby zusammengestaltet, haben wir halt jetzt den Foodtruck ins Leben gerufen. Also wir nennen das Foodtruck, es ist ein Eisbus, Eis ist ja auch Food, ja. Wo wir halt so wie es früher noch war, dann durch die Straße fahren können, einmal bimmeln können, wir sind da, dann kehrt machen und dann stehen die Kinder auf der Straße und das ist jetzt das erste Projekt, wo wir jetzt auch umgesetzt haben oder jetzt gerade am Umsetzen sind. In 2 Wochen ist der Bus fertig und dann dementsprechend richtig durch die Unterstützung von Christopher dann auch das umsetzen können. Ja, jetzt habe ich auch mal noch eine Frage. Also, du hast jetzt gesagt, du hast investiert, Christopher. Ja. Was bist du rechtlich jetzt? Hast du einfach so irgendwie eine Banküberweisung gemacht oder hast du jetzt auch wirklich einen harten Anteil an dem Unternehmen bekommen? Also rechtlich gesehen läuft das Ganze ähnlich ab wie der Kauf von einer Immobilie. Wenn man einen Anteil von einem Unternehmen kauft, ich bin jetzt Teilhaber mit 5% an der Eiskimo Berlin GmbH, dann geht man zum Notar gemeinsam mit den Eignern und unterschreibt einen Vertrag, den man vorher aufgesetzt hat und dann gehört einem 5% eben von diesem Unternehmen. Meine Partnerin hat sich auch nochmal mit 5% beteiligt. Und dann gehört einem das Ganze. Es wird dann notariell beglaubigt und eingetragen. Man kriegt eine Urkunde und so funktioniert es dann. Und entsprechend ist man halt auch an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt. Die wichtigste Änderung, was allerdings für mich als Investor sehr wichtig war, bevor das Ganze überhaupt stattfinden konnte, ist, dass das Eiskimo eine GmbH wird. Vorher war es eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und in eine GbR hätte ich nicht investiert, weil der Grundsatz bei einer GbR ist ja, jeder haftet für jeden. Und das bedeutet, dass mein Ausfallrisiko in dem Fall höher als 100% gewesen wäre. Sprich, ja. Unternehmen geht insolvent und hinterlässt Schulden, dann wäre ich als Teilhaber dieser GbR genauso haftbar dafür. Ja. Bei einer GmbH ist das anders. Du, Kolja, weißt es ja, du hast ja eine Société Limitada, das spanische Pendant dazu. Ja. Eine GmbH ist eine eigenständige rechtliche Person, sprich kompletter Verlust des Unternehmens, nicht alles Kapital zwar weg, aber man kann keine Schulden erben sozusagen. Und kann gleich die nächste gründen dann. Und kann gleich die nächste gründen, genau. Also das Ausfallrisiko ist zumindest auf 100% begrenzt. Ja. Okay, cool. Jetzt haben wir also so ein bisschen schon was zum Prozess der ganzen Gründung erfahren, bei Hintergründe. Was mich jetzt ganz stark natürlich investieren würde bei dir, Christopher, ist, was hast du denn geprüft als Investor? Also na klar, dir hat das Eis sehr gut geschmeckt. Ich denke mal, das ist ein absolutes Basic gewesen. Hatte wahrscheinlich auch sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, da kann er gleich erzählen. Aber was hast du denn von der Investment-Seite aus genau geprüft, was wolltest du alles genau sehen, um dann auch das Unternehmen bewerten zu können, weil ihr musstet ja am Ende auch irgendwie euch über eine Summe für diese 5% oder 10% einigen. Also wie hast du diese Bewertung gemacht? Also ein Unternehmen zu bewerten funktioniert im Grunde so ähnlich wie eine Aktie. Man hat verschiedene Kennzahlen, der Eigner des Unternehmens legt die Bücher offen und man checkt, wie die Umsätze verlaufen, wie viel Gewinn das Unternehmen im Endeffekt macht. Mir war persönlich als Investor wichtig, dass das Unternehmen schon mal Gewinn macht. Bei Startup-Investments ist es ja zum Beispiel so, dass man häufig in Unternehmen investiert oder eigentlich nur in Unternehmen investiert, die nur auf einer Idee basieren und die noch keinen Gewinn erwirtschaften und sich noch gar nicht selbst tragen. Das war hier nicht mehr der Fall. Das Eiskimo generiert schon Gewinne auf jeden Fall. Ja. Aber noch viel wichtiger als die nackten Zahlen finde ich bei einer mittelständischen GmbH den Human Factor, sprich welche Menschen arbeiten da,
Und sind die motiviert? Was haben die für eine Idee? Was haben die für eine für Vision für das Unternehmen? Was haben die für eine Arbeitsmoral? Was für ein Mindset? Ja. Und wie gesagt, wie sind ihre Ideen? Können Sie das überhaupt umsetzen? Haben Sie die Tools und die Fähigkeiten dazu, Ihre Ideen auch umzusetzen? Und was mir auch ganz wichtig war, sind die Eigner bereit, eigenes Kapital und ihr Privatkapital für das Unternehmen einzustehen? Und der Peter und der Michael haften großteils auch mit ihrem eigenen Vermögen für die GmbH. Und gerade bei Peter sieht man, die Firma ist wirklich sein Baby, wie er es nennt, und ja. sein Leben. Und dadurch, dass ich hier wirklich Stammgast war in der Zeit, wo ich noch hier gewohnt habe und Peter und ich auch privat befreundet bin, weiß ich wirklich aus erster Hand, dass er hier richtig schuftet und sich richtig für das Unternehmen reinhängt. Okay, das heißt, du hast also einen Teil natürlich auf die Zahlen schon geguckt und es war dir wichtig, der Gewinn ist da, aber du hast eben auch ganz klar auf die Menschen geguckt. Und was ich schon hier an dieser Stelle interessant finde, ist, Christopher hat nicht irgendwie bei einem Start-up Geldeinsammler im Internet irgendwo geschaut, bei Companisto oder so, sondern hat einfach was gesehen, was ihm gefällt und dann direkt jemand angesprochen. Ja? Und Fragen kostet sowieso nie was. Und das sind die Gelegenheiten, muss ich auch sagen, wo man immer mal wieder wirklich auch vorankommt im Leben. Und natürlich er jetzt auch als direkter Kontakt, ja, zum Geschäftsführer natürlich auch viel mehr über die Philosophie von dem Unternehmen und so weiter herausfinden kann, wie wenn man jetzt nur im Internet irgendwo investiert. Ja. Und deswegen, gab es noch einen anderen Faktor neben dem, der dazu geführt hat oder den du geprüft hast genau? Die Umgebung hast du vielleicht irgendwie analysiert, wie viele Leute hierher kommen und so weiter? Ja, also insgesamt ist es mir bei einer direkten Unternehmensbeteiligung, ist ja meine erste, sehr wichtig, dass ich möglichst viele Einblicke habe, dass ich die Angestellten des Unternehmens kenne, dass ich die Eigner des Unternehmens kenne, weiß, wohin das Schiff fährt, also wohin der Kurs des Unternehmens mittel- und langfristig gehen soll. Und auch da, gerade beim physischen Produkt hier eben, Eiscreme, Torten und Kaffee, was hier verkauft wird, dass ich die Umgebung kenne. Die kenne ich sehr gut. Ich bin hier in Berlin aufgewachsen, wohne wie gesagt inzwischen in Dresden, aber hier Lichterfelde ist ja fast keine alte Gegend, kenne ich wie meine Westentasche. Und ich meine auch ganz gut einschätzen zu können, was die Leute hier gerne haben wollen. Ich meine, es ist eine gut bürgerliche Gegend, Manufaktureis und Premium-Eiscreme kommt hier ganz gut an, es sind relativ viele Kinder in der Gegend. Ja. Das ist insgesamt eine solide Sache. Okay, dann nächste Frage gebe ich mal wieder hier an Jonathan, damit er auch mal was sagen darf. Ja, was mich jetzt was mich sehr interessieren würde, du hast jetzt ja Geld investiert, wie viel ist jetzt auch egal, darum geht es ja gar nicht, sondern was mich interessieren würde, was passiert mit dem Geld, sprich, wofür wird dieses Geld jetzt eingesetzt, weil das ist doch auch noch ein sehr wichtiger Punkt, ja, dass mit diesem Geld was Sinnvolles passiert. Und ja, vielleicht kann diese Frage auch der Geschäftsführer direkt beantworten, ne? Was ist damit geplant? Genau, wie gesagt, wir haben ja diesen Food Truck oder diesen Eisbus, der ist jetzt mit diesem Geld ist der jetzt ins Leben gerufen worden. Das ist jetzt der erste Step, den wir dieses Jahr auf jeden Fall noch abschließen wollten und noch abschließen werden in den nächsten Wochen. Und dann wird er auch auf die Straße kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mal ganz kurz erklären? Der fährt dann einfach irgendwo rum und hält dann an und macht die Bimsbahn? Oder wie geht das? Also wir haben uns da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und zwar, wir müssen ja überlegen, so ein Eisbus, der kostet ja ein bisschen was. Der kostet nicht nur 100 Euro, sondern den haben wir gekauft, haben wir nach unseren Wünschen umgebaut. Und wir sagen, es gibt einen festen Fahrplan. Hier in Berlin gibt es große Firmen, wie zum Beispiel die BSR, wie zum Beispiel Vattenfall, wo wir dann sagen, wir fahren mittags zwischen 12 und 2 direkt vor dieses Haus oder Zalando als Beispiel und stehen dort. Und dann wissen die Gäste, also unsere Kunden, wissen jede Woche montags zwischen 12 und 14 Uhr steht da der Eismann. Und dann um 14 Uhr fahren wir wieder zu einem nächsten Platz und dann von 15 bis 17 Uhr stehen wir genau da. Dann wissen die, sag jetzt mal die BSR-Mitarbeiter, wissen dann genau, okay, wenn sie Feierabend haben, können sie genau von 15 bis 17 Uhr jeden Montag sich hier Eis holen. Und somit machen wir das dann von Montag bis Freitag, fahren wir dann diese zwei Standorte jeden Tag ab. Und am Wochenende, es gibt, lasst mich lügen, über 600 Veranstaltungen, die etwas größer sind in ganz Berlin, wo wir also uns jeden Tag wirklich anschauen können, zwischen drei Veranstaltungen, wo stelle ich mich jetzt hin? Man kann sich entweder bei einem Straßenfest beteiligen mit so einem Eisbus oder man kann sich vor einen, genau, man kann sich auch in die Nähe davon stellen. Also da gibt es Gebiete in Berlin, da darf man nicht stehen als fahrendes Gewerbe, aber es gibt auch Gebiete in Berlin, wo man das machen darf. Und dann kann man so
auch noch am Wochenende das dann schön auslasten. Ja. Was dann wiederum natürlich auch heißt, wir haben dann einen oder sogar zwei Festangestellte, die dann sich nur um diesen Eisbus kümmern werden. Ja. Und mit unserer Produktion können wir auch dann wachsen. Also es hängen mehrere Sachen dran. Ja? Okay. Wenn wir sagen, wir investieren natürlich in einen Eisbus, brauchen wir auch natürlich dann automatisch mehr Eis, mehr Mitarbeiter. Und das sieht man aber oft nicht. Oft sieht man nur den Bus, das fertige Produkt, aber hinten dran wird einfach nicht bewusst wahrgenommen. Ja. Ja. Also an der Seite dann auch schon mal ein kleines Zwischenfazit. Die Wirtschaft ist eben doch kein Nullsummenspiel. Ihr seht an dem Beispiel, finde ich hervorragend, dass das Geld, was jetzt hier investiert wird, direkt genutzt wird, um ein Unternehmen voranzutreiben. Und das finde ich eine super Sache, weil die Kunden, die fragen das Eis hier ja nach. Der Laden, der war vorhin total voll und uns hat es ja auch gut geschmeckt. Vielleicht noch eine Anschlussfrage an dich, Christopher. Aber du möchtest noch was ergänzen? Ja. Dazu noch zu dem Projekt Eisbus und zu den anderen Projekten, die ihr noch habt. Ich meine hier der Straßenverkauf und das Eiscafé, der Eskimo Flagship Store hier sozusagen, ist ja nur ein Teil des Unternehmens. Die Produktion hängt noch dran. Eventuell kommen noch weitere Unternehmen, Restaurants, Cafés zu, die mit dem Eskimo Eis beliefert werden in Zukunft. Das Unternehmen hat noch mehrere historische Eiswagen, die so geschoben werden können und die zu Veranstaltungen eingesetzt werden. Und dann in der Bergmannstraße in Kreuzberg ist auch noch ein Straßenverkauf, kein Café, ein reiner Straßenverkauf, der momentan von einer anderen Familie bewirtschaftet, aber vom Eskimo beliefert wird. Und das bietet noch so das Potenzial, eventuell eine Franchise-Marke in Zukunft aufzubauen. Und gerade das Thema Foodtruck finde ich super interessant, weil es nochmal ein ganz neuer Geschäftsbereich im Thema Eiscreme halt ist und das so ein bisschen den Charakter von einem Startup hat. Also man hat hier einmal ein etabliertes Geschäft, was gut funktioniert und gute Gewinne abwirft, aber auf der anderen Seite noch so diese Energie und den Drive von einem Startup, noch in andere Geschäftsbereiche reinzugehen und noch weitere Geschäftsfelder in Berlin eben zu erschließen. Ja, ich darf unterbrechen. Ja. Was wir halt gemerkt haben bei uns in diesem Business ist, wir haben diesen Flagship-Store, wo wir sagen, okay, die Leute kennen unser Eis. Damit ist unsere Marke Eskimo bekannt geworden. Aber es geht immer mehr in die Richtung, dass wir zu unseren Gästen kommen oder zu unseren Kunden. Ich nenne es immer gerne Gäste, weil es ist kein Kunde. Ein Kunde ist für mich was... wie soll ich sagen, was Kaltes. Was bedient wird vielleicht. Ja, und ein Gast, das ist, wir sind hier eine große Familie. Mhm. Ja, und es geht immer mehr in die Richtung und ich denke, das wird auch die Zukunft sein, dass man immer mehr auf Service achtet, dass der Gast Geld hat, aber sich dreimal überlegt, okay, wo gibt er das Geld aus? Mhm. Es gibt das Slogan von Mediamarkt, Geiz ist geil, das war einmal. Mhm. Jetzt geht es, denke ich, genau in die andere Richtung. Es muss jetzt einfach eine Qualität da sein, die wir haben. Wir arbeiten ja ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe und unser Eis wird täglich frisch gemacht und es hat eine hohe Qualität und wir gehen dann halt zu unseren Gästen und somit hat auch diesen Foodtruck und was Christoph schon gesagt hat, mit unseren drei Eiswagen fahren wir halt auch zu den Events, zu den Firmen, zu den Geburtstagsfeiern, zu den Hochzeiten, wie auch immer, also auch privat oder geschäftlich, haben wir da also jetzt schon ein relativ großes Netzwerk, nein, Netzwerk ist falsch gesagt, relativ große Flotte, so kann man es vielleicht nennen, die wir halt dann an Gästen liefern können. Ja. Okay, dann eine spannende Frage, die ich noch, beziehungsweise eigentlich habe ich noch zwei spannende Fragen, vielleicht Jonathan auch noch. Und zwar erste Frage, jedes Investment ist ja auch mit Risiken verbunden. Natürlich. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade hier ein, so Eis im Sommer in Berlin, ja, aber das ist, wenn das Wetter nicht mehr so gut ist im Winter, hast du dir darüber eigentlich vorher auch Gedanken gemacht, beziehungsweise wie hast du die Risiken abgeschätzt? Ja, Kolja, das ist richtig. Rendite kommt ganz klar von Risiko. Ohne Risiko gibt es keine Rendite, erst recht nicht in der Nullzinsphase. Ja. Geld geschenkt gibt es nicht mehr. Und natürlich hat eine direkte Unternehmensbeteiligung auch gewisse Risiken, auch andere Risiken als andere Investments, als Aktieninvestments zum Beispiel. Das größte Manko, sage ich mal, einer direkten Unternehmensbeteiligung ist, dass es ein sehr illiquides Investment ist. Eine Aktie, zwei Klicks und einen TAN eingeben und sie ist verkauft und ich habe mein Geld wieder, ob jetzt Gewinne oder Verluste erwirtschaftet würden, sei mal dahingestellt. Bei einer direkten Unternehmensbeteiligung geht es nicht so einfach. Meines Wissens nach gibt es auch nicht so was wie einen Marktplatz dafür, vielleicht doch, aber man muss auch halt erstmal einen Käufer, der an sowas eben Interesse hat und es ist für mich auf jeden Fall ein Buy-and-Hold-Investment, gerade da ich ja schon in ein relativ etabliertes Business eingestiegen bin. Ja. Und
Ein anderes Risiko ist eben das Risiko des Company Rapings, so wie bei großen Firmen eben auch. Man geht ein Vertrag damit ein beim Notar und Vertrag kommt bekanntlich von Vertragen. Und wenn die Unternehmer Scheiße bauen, sage ich mal, wenn hier in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, andauernd Geld aus dem Unternehmen rausgezogen wird oder hier auf einmal eine 5000 Euro Kaffeemaschine steht oder sich die Eigner auf einmal ihren Porsche oder was auch immer auf die Firma anmelden und leasen und nur privat fahren, so kann man ein Unternehmen auch ganz schnell zugrunde richten. Auf der anderen Seite, man hat zumindest den Einblick, kann eventuell noch eingreifen, anders als bei einem großen Unternehmen wie Volkswagen, wenn es Betrug auf großer Ebene macht. Selbst wenn du es als Anleger mitbekommst, da kannst du nicht einschreiten oder du bekommst es halt erst mit, wenn es wirklich zu spät ist. Also wie gesagt, illiquides Investment und andere Risiken auf einmal. Und du hast natürlich auch ein größeres Risiko auf einmal, wenn dir 5% an einem Unternehmen gehören, als wenn du ein paar Siemens-Aktien hast. Mhm. Dir gehört halt ein signifikant größerer Anteil an dem Unternehmen. Und meines Wissens nach ist es auch so, eine direkte Unternehmensbeteiligung kannst du nicht mit ein paar hundert Euro machen. Du brauchst schon etwas größeren Kapitalstock, um da einzusteigen und um einen signifikanten Anteil an dem Unternehmen zu haben. Naja, du kannst, also ich GmbH-Anteil, du kannst ihn auch für 1 Euro kaufen, wenn du möchtest. Die Notarkosten kommen dazu, aber sozusagen, was ihr als Unternehmen dann untereinander ausmacht, das ist komplett Vertragsfreiheit euch überlassen. Aber natürlich ist es so, vor allem beim gut laufenden Eiskaffee, dass man jetzt nicht für ein paar hundert Euro einkauft. Ja. Apropos Kolja, kann man bei Barcon Finance einsteigen? Aktuell noch nicht, aber ich plane schon noch ein anderes Unternehmen, da vielleicht irgendwann mal. Ja. Aber von Barcon Finance bin ich auch noch nicht so überzeugt, von abzugeben was. Ja, weil mein Vater sagt auch immer die ganze Zeit, Kolja, ich will mal bei dir. Und das ist echt ein guter Sohn. Aber so ging es mir. Wir sind halt alles Kapitalisten. Leute, nervt ihn. Ja. Schreibt ihm andauernd Nachrichten, irgendwann wird er weichen. Crowdinvesting, ja. Jetzt habe ich die eine Frage. Eine Anschlussfrage gerade. Und zwar, du hast gesagt, du hast jetzt hier gewisse Risiken. Und jetzt ist es aber so, wenn du eine Aktie gekauft hättest anstatt diesem GmbH-Anteil, hättest du ja zumindest ein einziges Stimmrecht gehabt, was jetzt vielleicht nicht viel bringt, aber du kannst auch dem Management eine Frage stellen. Und du hast jetzt ja einen echten GmbH-Anteil gekauft, bis beim Notar eingetragen worden. Das heißt, du müsstest jetzt ja auch ein Stimmrecht haben. Und was bedeutet das konkret? Gibt es da auch eine Hauptversammlung? Was kannst du machen? Wirst du überstimmt oder wie auch immer? Vielleicht kannst du mal davon noch ein bisschen berichten, was du sozusagen dagegen tun kannst. Also als gegen. Und im Grunde hat man kein wirkliches Stimmrecht, weil der Anteil einfach zu gering ist. Aber es gibt auch bestimmte Entscheidungen im Unternehmen, die alle zusammentreffen müssen oder wo sich die beiden Haupteigner nicht einig sind. Dann hängt es halt von den Investoren ab. Ah, okay. Aber das werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Das Ganze steht halt noch ganz am Anfang. Und das ist mir auch noch wichtig bei dem Investment. Aktien habe ich jetzt so ein bisschen Erfahrung mit. Immobilien, ja, geht so. Ich habe eine selbstgenutzte Immobilie. Und das Spannendste bei dem Investment finde ich eigentlich, dass ich viel dabei lernen kann. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass der Lerneffekt möglichst groß sein wird und die Rendite hoffentlich auch. Okay, also bei Christopher, Ich wollte nur kurz sagen, also wenn man eine GmbH hat, muss man eine Gesellschaftsversammlung im Jahr machen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir machen das öfters. Wir sagen, wir setzen nicht nur einmal im Jahr zusammen, sondern wir sind stets in Kontakt, dank WhatsApp, Facebook und was alles für tolle Social-Media-Netzwerke gibt. Aber treffen uns, ich sage jetzt mal, alle 2 Monate werden wir uns treffen, werden wir uns zusammensetzen, dann ist das eine oder andere, hat sich ein bisschen aufgestaut, dann kann man darüber sprechen. Im großen Kreis, wenn man was direkt hat, sind wir aber auch, mein Geschäftspartner und ich, im direkten Kontakt mit jedem. Wenn also Christopher sagt, Mensch, das und so sieht es aus, kann man erstmal direkt drüber sprechen. Aber wie gesagt, mindestens einmal im Jahr müssen wir eine offizielle Gesellschaftsversammlung machen, wo wir auch ordentlich einladen, einen schönen Tagesablauf. Ja. Und das gehört einfach dazu bei einer GmbH und das muss auch so sein. Jetzt nochmal eine unternehmerische Frage auch an dich. Du hast ja das damals gegründet und das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Und zwar, ich wohne ja auf Mallorca und da haben wir sehr, sehr, sehr saisonales Business. Das heißt, wir haben ganz viele Läden und Cafés, die alle natürlich in der Hauptsaison richtig gut laufen. Und dann im Winter haben die alle komplett geschlossen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es eigentlich hier in diesem Café im Winter? Habt ihr dann ein Konzept, wo ihr sagt, wir machen dann mehr auf Kaffee mit Zimt und Zuckerkuchen? Oder habt ihr trotzdem noch eistechnisch irgendwas offen? Und das würde mich mal interessieren.
Also da, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ja 2011 angefangen, ja, und da hatten wir noch eine relativ kleine Fläche. Mhm. Jetzt haben wir uns schon verdreifacht, weil der Laden neben uns zufällig rausgegangen ist. Also haben wir dann einen Durchbruch gemacht. Und am Anfang, die ersten zwei Jahre, war es halt so, dass wir gesagt haben, gut, wir versuchen, den Winter zu überleben, ja, weil Kosten hast du sowieso. Du musst deine Miete weiterzahlen, du musst deinen Strom weiterzahlen, du musst dein Personal weiterzahlen, mhm, wie auch immer da bestrebt sind, dass wir Festangestellte haben. Okay. Und da hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ja, okay, du rackerst jetzt hier 8-9 Monate und die restlichen 3 Monate, ja, ist mir egal, kannst ja zum Amt gehen. Also das ist nicht so meine Philosophie. Ja. Das ist so diese Philosophie Familie. Wir sind für unsere Familie auch da und natürlich auch, wenn es dann mal nicht so viel zu tun gibt. Ja. Ja? Also muss man den Mitarbeiter erstmal A beschäftigen, B ist es vielleicht auch günstiger oder die Schulden werden minimiert, wenn wir sagen, wir lassen den Laden trotzdem auf, mhm, und verkaufen noch ein bisschen Eis, prozentual vielleicht 10-20% ja, von dem, was wir normalerweise im Sommer machen, aber dadurch minimieren wir unsere Schulden. Ja. Ist das schon mal viel wert. Und ja, jetzt haben wir seit 2014 haben wir jetzt die dreifache Größe, mhm, im Innenbereich und auch im Außenbereich sind wir gewachsen, ja, wo wir auch dann sagen können, okay, bei schlechtem Wetter kommen, mhm, Leute zu uns nach drinnen, ja, und essen trotzdem weiter ihr Eis und im Winter können sie schön ins Warme setzen und essen ihr Eis, weil wir sehen das in den Kaufhäusern, ja, die Eiscafés, die sind im Winter viel stärker frequentiert als im Sommer, mhm, und das zeigt uns, dass auch im Winter die Leute Eis essen möchten. Ja. Sie müssen nur eine angenehme Temperatur haben. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es ja bei uns Wintertraum und Apfel-Zimt-Eis, genau, und ja, Spekulatius-Eis. Da haben wir also diese Möglichkeiten auch da durch unsere eigene Produktion ja, auch dementsprechend was anzubieten zu den Jahreszeiten. Ja. Okay. Und somit haben wir halt auch dann den Zweig, dass wir im Sommer machen wir im Endeffekt Werbung mit unseren Kuchen für den ganzen Winter, ja, damit Leute auch wissen, okay, wir sind nicht nur ein Eiscafé, genau, sondern wir sind ein reines Café. Also wir haben gesagt, wir werden uns nicht mehr als Eiscafé präsentieren, sondern nur noch als Café, weil Leute kennen uns schon hier im Kiez, da sind wir halt mit dem Eis bekannt, ja, aber wir sind auch ein normales Café. Und jetzt das ganz große Pendant zu unserem Sommer ist im Winter unser Lebkuchengeschäft. Wir arbeiten da mit Lebkuchen Schmidt zusammen. Das machen auch ganz, ganz viele Eiscafés machen das. Es, ja, sind jetzt schon über 130. Wir haben damals angefangen, da waren es 80 in ganz Deutschland. Jetzt sind es über 130. Und Lebkuchen Schmidt sagt, okay, ab Mitte Oktober, wo das Eisgeschäft langsam nach unten geht, bis Ende Dezember bieten wir euch an, dass die Lebkuchen bei euch im Laden verkauft werden. Das ist auch ein sehr hochwertiges Produkt, mhm, von Lebkuchen Schmidt. Und somit können wir auch sagen, da bleiben wir unserer Schiene treu. Also, ja, wir können nicht ein hochwertiges Produkt anbieten an Eis und dann irgendwie Tiefkühlpizzen verkaufen. Das passt halt irgendwie nicht. Man muss schon hochwertig bleiben, damit Leute wissen, okay, da ist was ganz Spezielles, was es nicht überall gibt. Ja. Und Lebkuchen Schmidt kriegt man in keinem Laden. Ja. Gibt es nur direkt in speziellen Lebkuchen Schmidt Läden, okay, zu kaufen. Und das ist dann unsere Alternative zum Sommergeschäft. Haben wir dann bis Ende Dezember unseren Lebkuchen. Mhm. Und ja, Januar, Februar fängt es dann langsam wieder an, weil wenn der Februar richtig schön ist, dann wollen die Leute auch schon richtig viel Eis essen. Das ist immer schön, weil die Leute, die sehnen sich dann nach einem guten Wetter. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, stürmen Leute hier rein. Ich hatte mal einen Winter geschlossen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Da waren wir alle vor dem Laden und haben gebettelt. Da haben wir den Winter geschlossen, weil wir umgebaut haben. Lieber. Ja, da spricht der Investor. Das muss man ja auch machen. Ja. Kommst du noch mit einer Frage jetzt? Ja, da spricht der Investor. Und zwar, warum sollten denn die Kunden hier überhaupt Eis essen kommen, Christopher? Du sprichst da ja aus Erfahrung. Ja, Jonathan, das ist eine subjektive Wahrnehmung natürlich, aber ich also lieber Joy Beno oder wie das hieß, das war sehr lecker. Joy Beno, genau. Ja, ja. Joy Beno. Also ich liebe das Eis, die Eiscreme hier wirklich. Es sind ganz besondere Sorten dabei, einzigartige Sorten auch. Und das Eiskimo beschäftigt auch eine eigene Eiskonditorin und die Frau hat es einfach drauf. Die ist mutig, die erfindet auch mal Sorten mit Cayenne-Pfeffer oder Rotwein, Bitterschokolade, ganz irre Sorten, auch sehr mutige Kombinationen mal. Einfach probieren und meistens schmeckt es einfach großartig und dann die Atmosphäre ist halt klasse. Ja. Okay, noch eine weitere Frage von mir. Du kennst ja unseren YouTube-Kanal, du machst ja selber auch bei Facebook immer mal wieder so kleine Clips jetzt neuerdings. Wie sieht es eigentlich aus mit Social Media? Habt ihr schon einen Instagram-Account hier und was macht ihr Social Media-Bereich, um den ganzen Laden hier voranzutreiben noch? Ja, also im Social Media-Bereich hat das Eiskimo auch eine Facebook-Page, genauso wie ich, die Dividenden-Investor-Seite. Dividenden-Investor, liken, wenn ihr wollt.
Und postet Peter regelmäßig, was es aktuell für Sorten gibt und vielleicht in Zukunft auch mehr kleine Details aus der Produktion und was eigentlich für ein Aufwand hinter diesen sehr ausgefallenen und sehr hochwertigen Eissorten hier steht. Aber bisher sind wir da noch nicht so sehr drauf eingegangen, weil die Kundschaft hier ist größtenteils Laufkundschaft und Stammkundschaft, die hier eben in der Nähe wohnt und hier im Lichterfelde, es ist nicht so die touristische Gegend. Primär wird das Geschäft halt wirklich mit Stammkundschaft gemacht. Wird jetzt hoffentlich auch bald mehr. Hier die Straße runter werden gerade 12 neue Wohnhäuser gebaut mit fast 140 Einheiten. Also ich bin echt gespannt auf den nächsten Sommer. Ja, aber da muss ich nochmal mit dir in Ruhe sprechen irgendwann mal, weil ich glaube nämlich gerade Eis ist ja auch was sehr Visuelles. Ich denke, bei Instagram könnte man so einiges starten. Ja. Müsst ihr mal selber überlegen dann, weil ich glaube so fürs Branding auf jeden Fall, ja zum Beispiel irgendwo auch was aufstellen, wo Leute dann mal mit ihrem Eis irgendwie ein Foto machen können oder so und dann ein Hashtag mit Eiskimo, weil ich finde diesen Namen, der passt auch super dazu. Cool, ja. Aber das ist natürlich euch überlassen, ja. Sonst noch irgendwelche Fragen hast du oder haben wir alle? Nein, ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen. Ja, vielleicht noch die letzte Frage. Inwiefern bist du aktiver und inwiefern bist du passiver Investor? Du hast jetzt schon gesagt, Christopher, dass du immer zu den Hauptversammlungen auch wirklich fährst dann, dass du sozusagen direkt mit dem Management, mit dem Geschäftsführer in Kontakt stehst. Alle 2 Monate wurde hier vorhin ja gesagt. Das heißt, du bist auch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe der Gesellschafter oder so drin und tauschst dich bei größeren Investitionen auch mit aus und sagst vielleicht auch deine Meinung oder wie sieht es konkret aus? Ja, also ich sage natürlich meine Meinung dazu. Die genauen Zahlen und Bilanzen, Gewinn, Verlustrechnung und so weiter, die Jahresbilanzen müssen den Gesellschaftern offengelegt werden. Die checke ich natürlich und versuche mir dadurch einen Überblick zu verschaffen oder verschaffe mir einen sehr genauen Überblick über die Zahlen und wie sich das Unternehmen entwickelt, in was investiert wird, wie die Einnahmen sind, wie die Ausgaben sind. Und ansonsten versuche ich mich hier und da mal mit einer Idee einzubringen. Also das ist auch mit einer der Punkte, wie ich eigentlich zu dem Investment gekommen bin. Ich hatte einfach Lust auf ein spannendes Investment und mal auf was anderes als einfach nur Aktien oder Fonds oder ETFs. Ich wollte einfach mal direkt tätig werden, jetzt nicht als Unternehmer, dafür lässt mir mein normaler Job nicht genug Zeit, sondern mich eben als Investor bei einem kleineren Unternehmen mit einbringen und ich versuche einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und gehe auch woanders mal ein Eis essen bei der Konkurrenz, schaue, hey, was machen die anders, was könnte man vielleicht für Ideen von denen aufschnappen, was machen die besser und wie kann man sich da besser aufstellen und in Zukunft würde ich mich gerne in dem Social-Media-Bereich ein bisschen mehr einbringen, wenn ich mit meiner Seite mal raushalte, wie man eine Zielgruppe erreicht und wie man da auf Facebook und Instagram und anderen Medien interessant wirken kann, gerade bei so einem physischen Produkt jetzt, was wir hier haben. Okay. Was mir Christopher mal gesagt hat, ist, was mich wirklich berührt hat, er sagte, ich will es greifen können, weil eine Aktie, wie du selbst sagst, du tippst ein bisschen im Internet rum, gibst eine TAN-Nummer ein und dann hast du auf einmal von irgendeinem Automobilkonzern hast du einen kleinen Anteil, aber das hier kann man greifen. Man gehört dann gleich zu der Familie dazu und als Gast hat er sich schon sehr familiär gefühlt, darum hat er mich ja so genervt und das war für mich halt auch so ein Punkt, wo ich dachte, Mensch, die leben ja schon richtig Eiskimo. Ja. Und somit komme ich dann wieder auf die Anfangssituation, wo ich eigentlich gesagt habe, es ist mein Baby. Und so langsam haben wir uns halt dementsprechend auch geöffnet, was für das Baby Eiskimo nur Vorteile bringen kann. Okay, dann denke ich mal, war doch so einiges dabei für die Zuschauer. Ja, also ich kann sagen, ich habe eine Eiskugel probiert, die war sehr lecker. Ja. Und ich verlinke euch mal das Eiskimo, hier seht ihr auch den Namen, unter dem Video, wenn ihr mal in Berlin seid, ja, dann kommt vorbei. Das ist hier in Lichterfelde West, gleich bei mir um die Ecke, wo ich früher gewohnt habe. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Und jetzt würde ich mal sagen, was machen wir? Schauen wir uns die Produktion an. Ja, schauen wir uns die Produktion an. Ich habe auch zwischendurch natürlich immer ein bisschen Bilder eingeblendet. Habt ihr noch Abschlusskommentare, irgendjemand? Ja, oder? ich wünsche Eiskimo ganz viel geschäftlichen Erfolg. Auf jeden Fall. Und hoffe, dass das Unternehmen noch viel wachsen kann. Wird es. Genau. Also wenn ihr, nur ein kleiner Aufruf, Eis ist nicht richtig gesund, aber Eis braucht der Mensch, er braucht Zucker, er braucht Energie. Und wenn ihr gesundes Eis essen möchtet, dann kommt zu uns das Eiskimo, weil wir machen es ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe. Es ist sogar zuckerreduziert. Also wir versuchen, so gesund wie möglich das beste Eis von Berlin zu kreieren. Okay. Ja, kann ich bestätigen. Meine Partnerin, meine Tochter und ich, wir essen sehr viel Eis. Früher natürlich hier, jetzt woanders. Vor allem Sorbet natürlich sehr gerne. Und noch sind wir nicht total aus den Nähten geplatzt. Also
Ich bin immer noch gerne hier. Und wenn ihr kommt, dann immer schön Zitrone essen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.